Mein Name ist Raphael Mosimann. Ich arbeite hier in der Käserei Eiweit als Milchtechnologe und ich würde Ihnen gerne den Beruf des Milchtechnologen ein bisschen näher bringen. Ein Lernender lernt bei uns zuerst, wie die ganzen Abläufe funktionieren und dann, wie dass man aus Milch Käse macht oder sonst irgendwelche Spezialitäten. Schlussendlich kann er eigentlich jedes Produkt auch selber herstellen, das wir hier im Team herstellen. Das, was den Beruf Milchtechnologe wirklich spannend macht, ist, wenn man morgen die Milch vom Bauer rüberkommt, die anfängt zu erwärmen, seine Kulturen drin tut und dann je nachdem, wie dass man die Temperatur führt oder welche Hilfsstoffe das man einsetzt oder welche Menge, dass man einfach unbegrenzte Möglichkeiten hat. Man kann fast machen, was man will aus Milch. Ich empfehle die Lehre zum Milchtechnologen eigentlich jedem, der Freude hat, im Team zu arbeiten, weil du bist eigentlich nie allein in der Käse, du bist eigentlich immer im Team und auch sicher Leute, die gerne mit den Händen arbeiten, die etwas machen wollen, wo man nachher sieht, was man gemacht hat. Dieser Milch kannst du alles machen. Du kannst Joghurt machen, du kannst Butter machen, Rahm oder Käsesorten und das alles aus dem gleichen Rohstoff. Also wer das interessiert, der soll unbedingt Milchtechnologe lernen. Die besonderen Chancen für diesen Beruf sind, dass man mega jung, mega schnell, mega hoch kommt. Man kann nach der Lehre ziemlich schnell kann mit der Fachschule, wenn man die gemacht hat, dann kommst du ziemlich schnell eine Kaderposition in einer Käserei oder in einem anderen milchwirtschaftlichen Betrieb über und dann hast du extreme Aufstiegsmöglichkeiten und dann auch verschiedene Wege, wo du dich weiterbilden kannst eigentlich. Du musst nicht unbedingt beim Beruf bleiben, du kannst dich auch weiterbilden zum Lebensmitteltechnologen und dann kannst du alles machen in der Lebensmittelbranche. Darum ist das sicher ein super Sprungbrett für alles. Ich bin der Hofer Christoph, bin 23, ich bin Milchtechnologe. Ich bin mit der Ausbildung sehr zufrieden. Es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, sehr abwechslungsreich und immer wieder neue Situationen. Das Schwierigste daran ist, die Milchqualität ist nicht jeden Tag gleich, dass man dann Parameter anpassen. Ein Lernender muss sicher mit der Hygiene umgehen können, da wir Lebensmittel verarbeiten und sehr strenge Kriterien müssen befolgen müssen. In der Käserei Eiweit wird vorwiegend Käse produziert, etwas wenig Joghurt und Pastmilch für unseren Laden. Aber die Käseproduktion umfasst vom Frischkäse bis zum extra harten Käse über 20 Sorten verschiedene Käse. Die Erwartungen, die ich einem Milchtechnologen stelle, das praktische Geschick, dass er praktische Tätigkeiten ausführen kann, aber auch, dass er im schulischen Bereich eben mithalten kann. Und so geht es ihm sicher nachher länger bei der Ausbildung. Die Weiterbildung gibt nachher Fachschule 1 und 2 in Sursee oder auf der welschen Seite Grasnöfen. Er kann nachher das landwirtschaftliche Technikum gehen, wo er milchwirtschaftliche Richtung kann, Lebensmittelingenieur studieren. Die Leute, die bei uns Ausbildung machen, sind eigentlich in vielen Berufen gefragt.